Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute baue ich mit euch etwas Kleineres. Ich habe heute von Cumin ein Spielset und zwar aus der Combat Zones Fire Serie Tactical Espionage Action. Die Concealed Troops Crawler. Also ein Militärlaster mit Verdeck. Hier zum Verstecken mit Tarnmuster, hier so ein Tarnzeltchen oder irgend sowas, keine Ahnung. Sind 4 Minifiguren dabei, so wie die aussehen, das sind die Bubbleheads. Das schauen wir uns an. Machen wir direkt mal auf, das ist so zugeklebt, da hole ich mir mal ein Messerchen, ich bin sofort wieder da. So, Messerchen geholt, damit kann ich jetzt hier mal das versuchen so aufzutrennen, dass nicht komplett der Karton zerflettert. Das ist nicht das beste Messer dafür. Aber da habe ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ha! Geht gut, prima. So, das ist der Inhalt. Eigentlich ganz ordentlich gefüllt, also hier nicht viel Luft verkauft. So, hier haben wir Aufkleber und die Stoffplanen für das Zelt und für die Plane am LKW. Und die Anleitung. 1727 ist die Artikelnummer, habe ich vergessen, und hat 386 Teile. So, das ist wieder eine typische Cumin-Anleitung hier. Neues ist farbig gedruckt, kräftig gedruckt, das andere ist ausgebleicht, aber noch in den Farben. Ausgeblasst gedruckt. Wir haben 36 Seiten und... +8, 54 Bauabschnitte. Einmal Bauabschnitt A, da baut man hier das Zelt und bei B baut man den ganzen Rest. Wir haben, glaube ich, drei verschiedene Bauabschnittstüten. Genau, also es sind drei verschiedene Bauabschnitte unterteilt, aber dann nochmal... In der Anleitung ist dann nochmal die Unterscheidung zwischen A und B. A ist das Zelt, also hat die verschiedenen Elemente, haben nochmal eine extra Unterteilung in der Anleitung. Aber das spiegelt sich jetzt nicht in der Bauabschnittssortierung hier bei den Tüten wieder. Also A ist in der Tüte 1, aber da fangen wir auch schon B an. Naja, ist egal. Also das sind die Teile, das ist die Anleitung. Das ist hier mit schönem Karton vor Knicken geschützt, der Stoff, obwohl hier an der Ecke trotzdem ein Knick dran ist. Seht ihr das hier? Das ist hier umgeknickt. Naja, aber so ist es halt. Aber das macht mir jetzt nichts, das ist mir relativ Wurst. Gut. Das ist das. Ich denke, wir fangen einfach mal an. Das sind knapp 400 Teile. Das ist schnell gebaut. Als erstes habe ich jetzt hier im ersten Bauabschnitt hier diesen Unterschlupf gebaut. Da, ja gut, da drin hat es einen Laptop, den sieht man jetzt nicht, weil ich keine Aufkleber aufgebracht habe. Eine Waffe und ja, hier so eine Satellitenschüssel. Und wir haben 4 Figuren. Bei dem habe ich erst gedacht, es wird ein Arm fehlen, aber der hat sich in einem Oberkörper versteckt. Und die sind eigentlich wie immer sehr gelungen.
Das gefällt mir immer recht gut. Hinten ist nur der hier bedruckt. Bei dem weiß ich es nicht. Der hat die Weste an. Da sieht man jetzt nicht, ob der bedruckt ist. Aber ansonsten, ich finde, die Drucke sind cool. Und die Bubblehead-Figuren, die sind immer relativ cool. Die gefallen mir gut von Cuman. Schade, dass die gerade aktuell nicht zu haben sind. Ja, ich habe diese Wirbelsäulenstecker, die man in die Füße reinsteckt. Also, ich krieg die nicht auseinander. Die sind so fest zusammen. Ja, und jetzt haben sie die Waffen verloren. Naja, egal. Bei einem hier habe ich, glaube ich, die Wirbelsäule ist hier hell und hier dunkel. Auf jeden Fall habe ich bei einem dunkelhäutigen die helle Wirbelsäule rein, aber man sieht es ja nachher nicht mehr. Das ist völlig egal. Ich glaube, vielleicht hier sieht man es am Hals. Hier habe ich die falsche Wirbelsäule reingesteckt. Und hier. Genau. Ist egal. Habe ich nicht aufgepasst. Ich habe einfach angefangen zu bauen und dann war es zu spät, wo ich dann den Kopf in der Hand hatte und gedacht habe, halt, der passt da nicht drauf. Und dann haben wir mit dem Fahrzeug angefangen. Ja, soweit. So, bisher. Das ist hier schön glänzig silbrig. Aber gibt noch nicht arg viel zu sehen. Wir haben ja insgesamt 3 Bauabschnitte. Da wird sich noch einiges tun. Der Truck nimmt Formen an. Jetzt sieht es auch langsam aus wie eine Karosse. Ja, es fehlt noch ein bisschen was. Es fehlen die Räder, es fehlt der Aufbau. Aber das Grundgerüst ist mal vorhanden. Ein Fehlteil hatte ich hier. Dieses Gitter, das sollte so ein graues sein. Das fehlt mir. Da habe ich halt jetzt ein silbernes gerade. Das lag hier noch rum. Das habe ich jetzt hier verwendet, aber eigentlich sollte das grau sein, so wie auf der Seite. Genau, aber ansonsten so, das ist jetzt auch hier ziemlich stabil zusammengezimmert. Das hält, das ist gut. Ja, und jetzt kommt im dritten Bauabschnitt, kommt jetzt hier der Aufbau drauf. Und dann bin ich auch schon fertig. Fertig ist es, das Cuman 1727, der Concealed Troop Crawler von Tactical Espionage Action Combat Zones Fire Reihe. Da geht ja, das läuft ja wie nichts von der Zunge. Das ist ja super. Also, das ist jetzt der Truck. Wir haben ihn jetzt hier fertig. Ich habe ihn fertig. Und es ist ein netter Truck hier. Die Plane, die hat sich jetzt hier so ein bisschen aufgeraffelt, wenn man das hier zusammenschieben musste, um das hier zu installieren. Aber das macht ja nichts. Das ist ja kein Regenschutz, sondern eher eine Tarnung. Und von deshalb ist es soweit okay. Innen drin ist nicht wirklich irgendwas drin. Da kann man dann eine Figur reinsetzen oder so und... So sieht es von vorne aus. Hier ist ein Schildchen dran. Ja, das ist ein Truck. Und der rollt. Das ist okay. Kann man hier aufmachen. Kann man theoretisch eine Figur reinstellen. Der geht bloß mit ihrem großen Kopf, mit ihrer Mütze nicht rein. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Die Köpfe sind eigentlich zu groß für viele Innenräume. Das ist der Nachteil von den Bubblehead-Figuren. Die sind halt echt monströs. Also das ist jetzt nicht so ideal. Dann tut er die Kappe seitwärts aufsetzen. So, jetzt kann er rein. Genau.
Das Dach geht auch nicht mehr drauf. Also, das ist Mist. Vielleicht könnte ich ihn doch setzen. Oder einfach rein. Nicht aufgenoppt, aber er sitzt drin. So, er passt schon. Mit ein bisschen guten Willen passt er rein. Und dann sieht es auch nicht ganz so blöd aus, wenn er sitzt, als wenn er steht. Und die sind hier und schießen hier auf den Truck. Ja. Hebt natürlich nicht. Den will ich da oben hinstellen. Naja, egal. Und die verteidigen sich. So. Ja, es ist halt so ein Action-Spiel-Set. Ich glaub, Kinder haben da, also Jungs wahrscheinlich mehr, haben damit durchaus Spaß. Da kann man ordentlich spielen mit. Ja, ich brauche es jetzt nicht. Das ist halt wieder meins. Gut, ich brauche überhaupt keine Spielsets, deswegen. Ja. Aber es ist schön, dass der Truck fahren kann. Natürlich. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Fahrzeuge sind immer cool. Und hier, das ist mal was anderes. Ich bin kein großer Militär-Fan hier bei Klemmbausteinen oder überhaupt. Das ist einfach ein Thema, das interessiert mich nicht. Das ist einfach egal. Zivil würde mir wahrscheinlich vieles da besser gefallen. Aber da kann ich natürlich nicht so actionreich hier mit Knarren rumspielen und sowas. Das ist halt der Punkt, den es hier halt gibt. Und das ist, also gerade auf dem chinesischen Markt und auf dem russischen Markt und so, siehst du halt extrem viel diese Militärsets. Und da ist ein Markt da, eindeutig. Und der wird hier bedient. Und es gibt sicher auch bei uns genug Leute, die das einfach klasse finden und mehr davon haben wollten. Und das wird jetzt hier von Qman bedient. Weil von Lego gibt es ja nichts. Von daher, das ist eine Nische, die auf jeden Fall von den Alternativen sehr intensiv beackert wird. Und das finde ich auch okay. Aber ja, wie gesagt, ich brauche es jetzt nicht. Eine Sache, die jetzt hier beim Bau ein bisschen aufwendig war, war hier diese, hier muss man diese Achse durch diese Schlaufen hier bei dem Ding durchführen hier auf beiden Seiten. Und die Schlaufen sind relativ eng und die Achse dafür relativ breit. Und da habe ich erst ein bisschen mit dem Schraubenzieher, mit dem dünnen bisschen vorgebohrt, dass ich überhaupt da einen Ansatz habe, dass ich da irgendwie mit der Achse reinkomme. Und dann habe ich die Achse rausgenommen und frei durchgesteckt, weil hier diese Schlaufen auf die Achse stecken, während die hier im Modell schon steckt, das wäre mir nicht gelungen. Deswegen, ich habe die hier rausgezogen, das kann man hier problemlos machen, die kann man hier nach hinten rausziehen. Die ist nicht besonders befestigt und dann habe ich die Achse von einfach durchgeschoben, während sie lose war. Das geht dann besser. Also Bautipp, falls ihr das Set baut, nimmt die Achse raus und schiebt sie so durch diese die Schlaufen dadurch von der Plane. Das geht dann besser. Gut. Das war's von mir zu diesem Set. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben und Abo und sowas. Das Übliche. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Axel von Steinreich TV.